Mieke, zum zweiten Mal deutsche Meisterin im Einzelzeitfahren. Hast du daran heute Morgen gedacht? Ich habe es mir irgendwie ein bisschen gewünscht, weil na, der Kurs, der war jetzt nicht ultra schwer. Also es wäre drin gewesen, wenn es gut läuft, glaube ich. Aber die letzten zwei Tage habe ich mich nicht so gut gefühlt. Irgendwie die Beine waren nicht so gut und da hatte ich schon ein bisschen Zweifel. Aber dann bin ich echt ganz gut ins Rennen gekommen und mein Kopf hat keine Faxen gemacht und ja, schön, dass es gereicht hat. Am Anfang nach der ersten Zwischenzeit, ich glaube 13. nur, über eine halbe Minute zurück. Auch an der zweiten Zwischenzeit war, glaube ich, unter den ersten fünf keine, die am Ende auf dem Podium steht. Pacing war extrem wichtig, oder? Ja, scheint so, ne? Also das ist ja, also ich glaube, die Strecke hat es auch hergegeben, dass man am Anfang ein bisschen, bisschen sich Zeit lassen kann und reinfinden kann ins Rennen. Ist ja schön, dass das so aufgegangen ist, dass das so gut auf meine Physiologie gepasst hat. Du hast am Ende dann auf dem Hotseat gesessen und ich glaube, du hast erstmal gar nicht so wirklich realisiert, dass es jetzt gereicht hat. Lisa Klein kam rein, eigentlich als letzte Starterin du saßt da und hast erstmal gewartet, was jetzt passiert. Wie war dieser Moment, als du es dann mitbekommen hast? Ja, ich habe es halt echt nicht gedacht. Also ich dachte, ja, okay, Hotseat, das kann jetzt schon sein. Aber ich hatte mich irgendwie schon mit der Enttäuschung beschäftigt irgendwie. Und ich glaube, du hast dann als erstes genickt und dann, da war ich sehr happy. Jetzt als nächstes, was steht an? Fokus auf Bahn-WM oder auch Straße? Wie sieht es jetzt in den nächsten Wochen aus? Wahrscheinlich war jetzt bis dahin alles auf DM ausgerichtet, aber jetzt dann auf Bahn? Ja, genau. Ich meine, wäre ja schön, wenn wir im Vierer nochmal einen rausholen könnten. Ne? Also Fokus liegt tatsächlich auf Bahn und allerdings das Zeitfahren in Glasgow ist, passt, glaube ich, relativ gut auf mich. Wäre schön, wenn ich da auch was zeigen könnte, auch für den Olympiakotenplatz. Aber ich glaube, der Fokus liegt tatsächlich auf Bahn. Ja. Danke dir und viel Spaß im Straßenrennen vor allem morgen. Danke.